Einen wunderschönen guten Tag, Abend, je nachdem, meine lieben WrestleManiacs da draußen. Heute zur XXL-Preview des großen XXL-Sommer-Wrestling-Spektakels. Es ist wieder Zeit für die größte Party des Sommers und für den SummerSlam, denn die größte Party des Sommers findet wahrscheinlich bei NXT TakeOver Toronto statt. Ihr habt es richtig gehört, das erste Mal seit ewig, ewig langer Zeit wird wieder mal ein großer Pay-Per-View nicht in den Vereinigten Staaten ausgetragen, währenddessen man 2016 bereits seitens NXT schon Abstecher nach Kanada gewagt hatte, ebenfalls Toronto. Deswegen ist das hier ja der zweite Auslegung, der zweite Ableger dieses Events, nämlich NXT TakeOver Toronto 2. 3 Jahre nach dem ersten stattfinden, gibt es also heute Numero 2 an dieser Stelle. Und ihr merkt schon, wir werden jetzt mit NXT beginnen und danach einfach zum SummerSlam dann weitergehen. Das Ganze quasi chronologisch, wird das Ganze chronologisch durchgearbeitet. Und die Matchcard bietet so das ein oder andere Spezielle, denn zum Beispiel, ich glaube, nach NXT TakeOver London, wo es ja, glaube ich, 2 Frauenmatches gab. Das ist erst das zweite große TakeOver, also groß im Sinn von der Größenordnung der Halle. Ist es erst das zweite Mal, dass wir 2 Frauenmatches auf der TakeOver-Card haben, also 2 Singles-Frauenmatches. Und ja, zum anderen gibt es auch noch einen vermeintlichen Match of the Year-Kandidaten, Show-Stealer mit dem North American Title-Match, einen großen Fragezeichen beim Main-Event. Und generell eine Storyline, die sich eventuell hier schon vervollständigen wird, nämlich, wie sieht's aus mit der Undisputed Era? Können sie ihr Versprechen, alle Titel im Jahr 2019 zu besitzen, wahrmachen? Das alles und viel mehr versuchen wir rauszufinden oder versuchen wir zu erraten, zu predikten. Und nachdem es ja meistens eigentlich immer so war, dass die Tag-Team-Szene den Opener gemacht hat, denke ich mal, gehen wir auch hier davon einfach mal aus und besprechen das NXT Tag-Team-Title-Match im vermeintlichen Opener. Und zwar verteidigen die Street Profits, Angelo Dawkins und Montez Ford, die Titel gegen die Undisputed Era. Dieses Mal seit Ewigkeiten, was ich so weiß. Bei 25, TakeOver 25 gab es auch schon Bobby Fish und O'Reilly, aber es gab eine Zeit lang O'Reilly und Strong im Tag-Team Aufgebot, weil eben Fish eine Zeit lang verletzt war. Jetzt ist quasi wieder Red Dragon wieder vereint seit dem letzten TakeOver und versuchen sich hier an den Champions und versuchen hier die Titel sich zu krallen und das große Title-Takeover seitens der Undisputed Era voll und ganz umzusetzen. Und das fand ich eigentlich, wie man das gemacht hat. Natürlich, man hat gewusst, okay, sie sind die Tag-Team-Title-Contender, also die Undisputed Era. Aber man hat mit diesem Vertragsunterzeichnungssegment, was es ja jetzt bei der aktuellsten NXT-Ausgabe nochmal gab, aber da durchaus nochmal ein bisschen Feuer reingebracht. Und vor allem hat man wieder mal gemerkt, die Street Profits sind so unglaublich charismatisch. Allen voran Montez Ford. Der Typ ist einfach ein Star. Ich glaube, den könnte man, wenn man wollen würde, auch im Singles-Bereich sehr, sehr gut pushen. Am Mikrofon unfassbar authentisch, glaubhaft, charismatisch. Er bringt richtig Feuer rüber. Also all das, was Roderick Strong am Mikrofon fehlt, da geht der kleine Shot nochmal raus. Holy shit, war die Promo von Strong schlecht vor 2 Wochen, da komme ich später nochmal zu sprechen. Montez Ford am Mikrofon, einfach super. Auch Dawkins ist eigentlich ein ganz guter, auch wenn er von Ford, wie ich finde, in den Schatten gestellt wird. Undisputed Era hat er natürlich in ihrem Segment auch nochmal, ich sag mal, ihren guten Beitrag dazu geleistet. Vor allem O'Reilly war wieder mit seinen Facial Expressions on point. Der Typ hat auch Charisma ohne Ende, auch den könnte man theoretisch im Singles-Bereich eigentlich sehr gut pushen, wenn man wollen würde. Jetzt gibt es also das Aufeinandertreffen und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie eigentlich bei jedem Männermatch an dem Abend, wie sieht es aus mit der Undisputed Era? Wie vervollständigt man das Ganze? Gibt man denen an den Abend bereits alle Titel? Gibt man nur einen Teil allen Titel? Ist vielleicht diese Split-Geschichte doch noch nicht ganz vom Tisch, die man ja mal angeteased hatte mit Roderick Strong? Das muss man einfach mal sehen. Und wenn man Richtung TakeOver, also bis zum nächsten TakeOver schauen möchte, was TakeOver Wargames 3 sein wird wahrscheinlich, beim Survivor Series Wochenende, wäre es natürlich irgendwo sinnvoll, wenn die Undisputed Era alle Titel hat, im Wargames-Match steht vielleicht, und quasi als Prestige-Duell auf die UK-Guys trifft, die währenddessen vielleicht auch schon alle Titel haben. Sprich Walter mit dem UK-Title und Fabian Eichner und Marcel Bartel oder Alexander Wolf, je nachdem, vielleicht Freebird Rule, mit den UK Tag Title.
da könnte man ein heftiges 4 gegen 4 Wargames-Match bringen. Was natürlich dann dafür sorgt, dass es keine männlichen Titelmatches auf der Card gibt. Aber es wäre halt nochmal Aufeinandertreffen A, Aufeinandertreffen B, also Gruppierung A, Gruppierung B, das quasi Beste, was beide Brands zu bieten haben. Und das einfach in einem Wargames-Match. Da schreibt sie fast von selbst. Ich kann mir das Match so oder so sehr, sehr gut vorstellen, ob dann jeder alle Titel haben wird. Das weiß man noch nicht, aber ich kann mir es ganz gut vorstellen. Und alles Heels, ja, warum? Flosch, hast du nicht selber mal zu mir gesagt, ist es bei NXT nicht wirklich ein, ist es überhaupt ein Problem, wenn man Heel gegen Heel bringt? Waren das nicht sogar mal deine Worte? Bei NXT wird sowieso alles abgefeiert. Von dem abgesehen, dass die Undisputed Era sowieso over wie Sau wäre und wahrscheinlich den Face-Part übernehmen wird. Wäre ja auch nicht das erste. Und mal gegen deine Frage im Wargames, ich würde sagen, ja. Würde ich nicht so sehen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich denke, dass das tatsächlich ein Selbstläufer wäre. Dass man quasi den UK-Brand als den Heel-Brand sieht, weil ne, NXT ist immer noch NXT. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Crowd durchaus pro Undisputed Era turnt. Ich möchte das nur mal so in den Raum geworfen haben. Ich sehe das jetzt nicht als unrealistisch. Und ist so das, was ich bei Wargames noch irgendwo sogar fast am logischsten finde, weil wen willst du sonst wieder reinhauen? Klar kannst du irgendwie jemanden wieder zusammenwürfeln. Aber steht außer Frage, dass wahrscheinlich die Undisputed Era wieder in einem Wargames-Match sein wird, weil sie es einfach anbietet. Danke übrigens, Michi, nochmal für den Gifted Sub an den Kenny. Nochmal meine Meinung. Unabhängig davon, ob sie jetzt alle Titel haben oder nicht, kommen wir zur Gegenwart zurück. Kann sie sich hier schon die Titel? Street Profits haben die Titel erst seit einem Takeover. Ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn der Run zu Ende wäre. Was würde für einen Verlust der Tag-Team-Titel sprechen? Die Street Profits sind sehr, sehr häufig bei Raw. Vielleicht zieht man sie hoch. Auch weil ich weiß, man würde sie nicht mehr ansatzweise brauchen. Man hätte eigentlich auf beiden Brands, obwohl es eh egal ist, wer in welchem Brand ist, hätte man genug Tag-Teams. Trotzdem ist es die WWE, trotzdem ist es Vince McMahon. Kann ich mir deswegen sehr gut vorstellen, dass man die Street Profits sofort wieder die Titel abnimmt und dass man hier sagt, okay, man geht all in. Man gibt die Undisputed Era zumindest mal die Tag-Team-Titles. Ja, ich würde es sehr, sehr schade finden. Mein Tipp ist trotzdem, dass die Street Profits noch einmal verteidigen. Vielleicht beim nächsten Mal die Titel verlieren. Ich glaube, über kurz oder lang wird die Undisputed Era alle Titel haben. Ich glaube, hier noch nicht. Ich tippe auf eine Titelverteidigung, weil sonst sehe ich hier an diesem Abend eigentlich fast nur Heels gewinnen. Und mal schauen. Es ist bei NXT, wäre es unter Anführungszeichen egal, wenn hauptsächlich Heels gewinnen, weil NXT hat dann eine ganz eigene Herangehensweise und auch eine ganz andere Erwartung. Das geht man nicht davon aus, es müssen alle Faces gewinnen wegen Feel Good Moment. Man will geiles Wrestling sehen. Das ist ein komplett anderer Standpunkt, wie ich finde. Jo, dann kommen wir gleich mal zu einem von zwei Frauenmatches und zwar zu Candice LeRae gegen Io Shirai. Und das ist vielleicht das Match neben dem North American Title Match, wo ich mich vielleicht am meisten drauf freue. Es ist das erste große Match von Candice LeRae, muss man dazu sagen. Sie war immer so ein bisschen eine Partnerin und Frau von Johnny Gargano und hat nebenbei so kleinere Matches gewirkt. Das ist ihre erste richtige Storyline in Verbundenheit mit Io Shirais Charakterwandel. Ja, und sie war auch vorher, also LeRae auch nur der Best Buddy von Shirai, nachdem er Kairi Sane weg war. Und auch wenn man natürlich sagen kann, Shirai, das war also ein 0815 Heel-Turn, ja, sie hintergeht ihre vermeintlich beste Freundin. Fand ich den Charakterwandel einfach sehr, sehr gut gemacht. Sie hat gleich einfach eine komplett andere sie ist nicht einfach nur jetzt, sie ist böse und sonst ist alles gleich, sondern sie hat einfach eine komplett andere Attitude, die sie jetzt an den Tag legt. Ein neues Gear, neue Entrance, wie gesagt, ihre Ausstrahlung ist eine komplett andere. Man fühlt sich fast zu den Black Lotus Zeiten von Lucha Underground wieder ein bisschen zurückversetzt, worauf es wahrscheinlich auch ein bisschen angelehnt ist. Und das freut mich sehr. Io Shirai sieht nicht nur... Gott, sieht Io Shirai absolut fantastisch aus, seitdem sie hier geturnt ist. Da stimmt mir, glaube ich, auch Dennis im Chat zu. Und ja, jetzt geht's gegen Candice LeRae. Eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Wrestlerin. Das haben wahrscheinlich noch nicht so viele gesehen, die sie halt vor ihrer NXT-Zeit noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, das kann vielleicht sogar ein potenzieller Showstealer werden. Wenn die zwei Zeit bekommen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann hat das Potenzial, echt verdammt stark zu werden. Und die Frage ist auch hier... Wer gewinnt das Ding? Ich sehe hier das Ergebnis
Ganz davon abhängig, wie das Women's Title Match ausgeht. Sollte Baszler gewinnen, braucht man wahrscheinlich ein Face als nächstes. Und vielleicht will man da eben Candice LeRae als nächstes booken. Oder eine zurückkehrende Dakota Kai geht auf Shayna Baszler los, sollte Shayna Baszler gewinnen. Sollte aus welchen Gründen auch immer Mia Yim das Ding gewinnen, braucht man wahrscheinlich, ne, bevor mich Flosch jetzt hier wieder die Worte im Mund umdreht, einen Heel. Oder möchte man wahrscheinlich einen Heel dagegen stellen. Deswegen wäre eine frisch geturnte und auch gepushte Io Shirai dann am besten. Mia Yim gegen Io Shirai könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Auch hier muss man davon auch absehen, nach dem SummerSlam ist ab und zu auch Call-Up-Zeit und auch eine Shayna Baszler wurde schon mehrmals gerüchtet, dass sie hochgezogen wird ins Main Roster. Es ist extrem schwierig zu tippen, diese Matchcard. Der Main Event vielleicht nicht so, aber die restliche Card ist irgendwie, ich finde, extrem schwer zu tippen. Ich gehe hier von einem Sieg von Io Shirai aus. Ich glaube, dass Io Shirai das Ding gewinnt. Kann ich mir echt gut vorstellen. Weil man sie gerade frisch geturnt hat, weil ihr Charakter recht neu ist und bei NXT glaube ich, dass man ihr das auch dann konsequent in die richtige Richtung bookt. Der Candice LeRae, die kannst du später immer noch pushen. Die wird wahrscheinlich bei Ober bei den Fans kommen, dem sie einfach eine sehr gute Leistung zeigt. Das wird auch bei NXT hoffentlich anerkannt. Und ich tippe auf Io Shirai. Ja, dann machen wir gleich das nächste Frauenmatch, weil wir schon beim Thema sind. NXT Women's Title Match Shayna Baszler gegen Mia Yim. Und entweder gewinnt Mia Yim das Ding überraschend, weil man Baszler hochziehen will, oder, wie gesagt, eine zurückkehrende Dakota Kai, wenn sie nicht in den UK-Brand kommt, kann ich mir auch gut vorstellen, weil man ja auch hier eine Tegan Nox beim UK-Brand wahrscheinlich wieder einsetzt und die zwei sind ja war mal ehemaliges Tag-Team und beste Freundinnen. Es steht alles noch sehr, sehr in den Sternen, was man macht. Ich glaube, Mia Yim gewinnt das Ding. Ich gehe davon aus, dass man hier einen Upset-Sieg durchbringt, weil man Shayna Baszler hochholt, Richtung Raw, Richtung Becky Lynch, weil die hat keine Gegnerin mehr, auch wenn, wie gesagt, die Brands relativ egal sind, ich möchte es trotzdem nochmal gesagt haben. Ich glaube, dass die Zeit dafür da ist, dass Shayna Baszler den Titel abgibt. Sie hätte potenziell bis auf eine vielleicht eben Candice LeRae und Dakota Kai keine Gegnerin mehr und ich glaube nicht, dass man das jetzt vielleicht noch bis nächstes Jahr oder so ausschlachtet. Ich glaube, die Zeit ist reif. Ich glaube, man benutzt hier einen vielleicht wirklich krassen Upset-Sieg und macht mal was Überraschendes, weil viele immer sagen, ja, yeah, NXT TakeOver, alles ist so wirklich geil, aber die meisten Ergebnisse sind eher predictable. Ich glaube, hier dreht man den Spieß um. Ich glaube an einen Upset-Sieg von Mia Yim. Mia Yim, neue Women's Championess und vielleicht dann eben gegen Io Shirai als nächstes dann. Kann mich natürlich auch irren. Das steht hier, beide Frauenmatches stehen für mich fast 50-50. Bin einfach sehr, sehr gespannt und die Ausgänge haben durchaus großes Interesse an die beiden Matches für mich geweckt. Jo, dann kommen wir zum meinem meisterwartetsten Match des Abends. WWE NXT North American Title Triple Threat Match. Mit so meine drei größten Lieblinge neben Johnny Gargano treten hier gegeneinander an, nämlich Velveteen Dream, der Champion, gegen Pete Dunne, gegen Roderick Strong. Eieiei, wenn du das auf dem Papier siehst, dann muss der sofort Boxershorts wechseln. Das ist also die Ansetzung, die verspricht einiges. Ne? Velveteen Dream mit dem, sag mal, Entertainment-Faktor in dem Match. Pete Dunne und Roderick Strong eher über die wrestlerische Seite kommend, beide mit ihrem eigenen Stil. Und tut mir bitte nur einen Gefallen, gebt Roderick Strong nie wieder das Mikrofon. Also die Promo war echt nicht gut, die er da gegen Dream gebracht hat. Das ist halt so generic 0815, da kommt nichts rüber, das wirkt wie runtergelesen, das war aber schon immer das Problem von Roderick Strong. Jetzt hat man probiert mal ihn, nachdem er jetzt wieder ein bisschen mehr im Singles-Title-Bereich hervorgehoben wird, dass man ihm das Mikrofon gibt, lasst es, bitte lasst es bleiben. Roderick Strong soll seine Message im Ring verrichten, das ist gut genug. Dann macht das ja sehr gut, er redet ja in der Regel eher wenig und teilt dafür gut und gerne aus. Und Velveteen Dream kommt halt sehr, sehr über den Mikrofon-Part und der hat halt die ganze Fehde mehr oder weniger zusammengehalten. Die Fehde war jetzt nicht übermäßig gut aufgebaut. Es kam halt ein Pete Dunne überraschenderweise zurück, nachdem er den UK-Title verloren hat. Logisch, er hat da drüben eigentlich nichts mehr zu tun und er hat da drüben alles erreicht, was es zu erreichen gilt. Jetzt kam er halt zurück zu NXT und hat da dementsprechend gleich mal Roderick Strong die Finger gebrochen, genauso wie Velveteen Dream das Bitter End gegeben, somit sich
qualifiziert für das Triple Threat Match. Und hier gehe ich tatsächlich von dem Titelwechsel aus und glaube ich, dass sich Roderick Strong den North American Title sichern wird. Einfach wegen Undisputed Era und wegen WWE-Logik. Wer am schwächsten im Aufbau der Fehde rausgeht, der gewinnt den Titel. Und Roderick Strong ist mit Abstand am schwächsten rausgegangen. Der hat die letzten 2-3 Wochen nur auf die Mütze gekriegt von Pete Dunne, vom Velveteen Dream. Sowohl verbal als auch physisch. Und vor allem Pete Dunne wurde mega krass dargestellt. Und ich denke mal, dass wir zwar dann weiter in den Title Picture sehen werden, aber ich glaube, Roderick Strong hat sich mal einen Singles Title Run verdient, zumindest von seiner wrestlerischen Seite her. Deswegen gebe ich meinen Tipp an die guten Roddy und somit einen neuen North American Champion. Velveteen Dream vielleicht dann Richtung NXT Title gegen Adam Cole. Vorsicht, Spoiler! Jetzt kommen wir nämlich zum letzten Match, zum Main Event. NXT Title Best 2 out of 3 Falls, aka eigentlich 3 Stages of Hell Match. Nämlich Adam Cole verteidigt den Titel gegen Johnny Gargano im Grudge-Match, im alles entscheidenden Match. Ja. Bei beiden steht es 1-1. Gargano hat in New York gewonnen, Adam Cole hat bei TakeOver 25 gewonnen. Und jetzt wird in einem nochmaligen 2 out of 3 Falls, ich verstehe sowieso nicht, warum er das so gemacht hat. Man hätte doch gleich sagen können, 3 Stages of Hell Match und die dritte Stipulation legt halt Regal überraschend fest. Warum nicht gleich so? Ich verstehe es nicht. Ja, Jonas, es gibt das NXT-Turnier. Das Finale findet aber nur bei den Tapings statt. Bei TakeOver, nicht bei TakeOver selbst. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Rousey-Promos, Strong-Promos. Ja, Dennis, da kann ich dir echt recht geben. Ja, der Main-Event. Manche Leute haben sich ja... Beschwerde ist übertrieben. Manche Leute haben es ja kritisiert. Ah, jetzt kriegen wir schon wieder Cole gegen Gargano. Jetzt fühlt sich an wie Gargano gegen Ciampa, nur halt eben Cole an der Stelle. Und es ist schon wieder 3 Matches mit derselben Person eben und Johnny Gargano dazu. Ich muss das nicht mehr haben. Kann ich verstehen. Ja, Johnny Gargano wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr prominent bei NXT gefeatured. Ist das Aushängeschild? Ist das Topface? Wenn man so will, der John Cena von NXT. Manche mögen diese Darstellung auch mittlerweile nicht mehr so wie früher. An dem Punkt bin ich noch nicht. Ich bin weiterhin ein riesengroßer Johnny Gargano-Fan. Und solange Adam Cole hier den Titel verteidigt oder Gargano den Titel nicht gewinnt, sollte man sagen, finde ich das auch vollkommen fein. Ich verstehe jeden, der sagt, ich brauche kein drittes Match. Aufgrund der Story allerdings kann ich es auch verstehen, dass man hier nochmal ein letztes Aufeinandertreffen bringt. So, Regal hatte gesagt, beide Kontrahenten dürfen ihre Stipulation auswählen, während Adam Cole auf ein normales Wrestling-Match sich hinzubewegt hat, hat Gargano ein Street-Fight ausgerufen. Gründe gab es mehr oder weniger auf. Gargano hat gemeint, ja, Street Fight, Hardcore Action, das ist immer schon mein Metier gewesen, während Cole gesagt hat, hey, ich habe dich in einem normalen Wrestling-Match besiegt. Also, warum? Ich wäre doch blöd, wenn ich jetzt was anderes nehmen würde. Vollkommen smart, vollkommen legitim von Adam Cole. Und bei Johnny spricht halt einfach mehr die Wut einfach raus. Deswegen sind die Picks der Stipulation eigentlich ganz gut und logisch gewählt. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte so gut wie feststehen, dass es 1-1 stehen wird. Wer jetzt welche Matchart gewinnt, weiß ich jetzt nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man das relativ straight booken wird. Cole gewinnt sein Match, Gargano gewinnt sein eigenes oder sein anderes Match. Und was kommt als drittes? Ich habe heute auf Twitter eine verrückte These angestellt. Was ist, wenn Regal rauskommt und als, als letzte Stipulation einen Freeway macht, also ein Triple Threat Match. Und dann kommt auf einmal Ciampa raus, der den Titel nie verloren hat. Bin auf Twitter so ein bisschen auf Gegenwehr gestoßen und gesagt, das ist ja Bullshit, das ist ja unlogisch, das ist ja bla. Ist mir scheißegal, ich will das sehen. Ja? Ich will sehen, wie die Leute ausrasten, ich will sehen, wie Ciampa einfach aus dem Nichts hier, like a John Cena Royal Rumble 2008, viel früher vor seiner Verletzung zurückkommt und sich den Titel an sich nimmt und die Halle würde komplett explodieren. Ich möchte dieses Feeling, will ich einfach haben. Dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, ist klar. Und dass es auch nicht wirklich ganz logisch wäre, wäre irgendwo auch klar. Meine persönlichen Begriffe, ich würde das einfach zu Tode feiern. Sollte allerdings alles den geregelten Gang gehen. Was kommt als dritte Stipulation? Kommt Last Man Standing? Kommt I Quit? Kommt Steel Cage? Kommt Loser Leaves NXT? Ich würde Last Man Standing würde ich ziemlich lame finden, weil man das jetzt auch schon öfters bei NXT hatte. Ich würde ein I Quit Match zum Beispiel würde ich ganz interessant finden. Vielleicht macht man Falls Count Anywhere, wäre vielleicht auch noch ganz interessant.
Ich denke allerdings, was ziemlich safe sein wird, ist, dass Adam Cole den Titel verteidigt. Wäre gesund für Cole, wäre auch gesund für Gargano, dass er nicht wieder Champion wird. Ich glaube, dann wird es man ist eh schon sehr nah dran, es mit Gargano zu übertreiben. Sollte Gargano den Titel hier gewinnen, würde man Gefahr laufen, dass man wirklich einen John Cena damit, also jetzt was das Pushe angeht, würde man große Gefahr laufen, dass man Gargano so ein bisschen das Cena-Treatment gibt. Und ich glaube, da ist auch ein Triple H intelligent genug, dass es dabei belässt und Cole das Ding verteidigen lässt. Und dann sollte das Ding durch sein. So, das war oder wird NXT TakeOver Toronto 2. Eine, wie ich finde, sehr, sehr starke Matchcard. Ich verspreche mir von jedem Match viel, auch vom Baszler gegen Yim, weil mir Yim ist auch eine Wrestlerin, die hat noch kein ganz großes Match gehabt. Ich glaube, dass Baszler und Yim ganz gut klicken könnten. LeRae und Shirai, mich Showstealer-Potenzial. Cole und Gargano, habe ich jetzt zwar noch gar nichts dazu gesagt, aber wird auch sicher wieder Weltklasse werden, zumindest wenn man Fan von PWG Wrestling ist. Grüße an Frosch, geht auf jeden Fall hier raus. Und auch Profits gegen Era wird sicherlich stark und vom Freeway um den North American Title brauche ich, glaube ich, nicht reden. Das ist wie immer eine bockstarke Takeover-Card und wir freuen uns einfach auf gutes Wrestling. Ich glaube, mehr ist dem wirklich nicht hinzuzufügen. Nochmal meine Picks. Io Shirai, Mia Yim, Roderick Strong, Street Profits und Adam Cole. Aber wie gesagt, da kann im Prinzip bis auf Main Event kann gefühlt jeder gewinnen. Aber allerdings nur, dass sich die Era vielleicht eben später sich die Tag-Title holt. Vielleicht bei einer Weekly, wäre auch nichts Neues. Aber um einfach nicht zu sehr hier die Heels vielleicht gewinnen zu lassen. Außer man geht, wie gesagt, all in und macht dieses Takeover zu einem Spirit Era Takeover. Kann ich mir genauso gut vorstellen. Wir werden sehen. Ich glaube, man kann sich einfach auf ein richtig schönes Takeover freuen. Wie eigentlich immer. Und willkommen zurück mit diesem kleinen Cut. Sind wir back und besprechen jetzt die vermeintlich größte Party des Sommers, nämlich den SummerSlam. Eine Matchcard mit nur 10 Matches, da hat man schon Pay-Per-Views mit mehr Matches auf der Matchcard. Anscheinend will man jedem Match halbwegs seine Zeit geben, das kann gut, aber kann auch schlecht sein. Ne? Kommt auf das Pacing drauf an, das ist ja das Problem der WWE seit gefühlt 3-4 Jahren, seit man Pay-Per-Views in Überlänge produziert. Wir wollen mal sehen, wir gehen einfach mal zuversichtlich rein. Auf dem Papier kann man sich durchaus ja, viel, vielleicht sogar Positives wegnehmen, auch wenn nicht alles optimal verlaufen ist. Aber wem sage ich das? Ne, ihr habt es wahrscheinlich eh alle mitbekommen. Beginnen wir mit dem vermeintlichen, wie immer vermeintlichen Kickoff-Match. Diesmal übrigens, zur Info, der Kickoff geht nur eine Stunde, nicht zwei. Dafür geht die Main-Show wahrscheinlich länger. Kickoff beginnt nämlich, was ich weiß, um 12 Uhr? Ich glaube um 12 Uhr. Und jo, geht, glaube ich, bis 5 insgesamt der Event. Und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird es natürlich das Cruiserweight-Title-Match im Kickoff geben. Das allerdings ziemlich interessant und geil werden könnte, denn der Cruiserweight-Champion Drew Gulak verteidigt den Titel gegen Oney Lorcan. Oney Lorcan, der sich in den letzten Wochen, Monaten bei 205 Live immer so ein bisschen mehr etabliert hat, mit zum Teil guten Number One Contenders-Matches, wo er aber auch verloren hat, oder Turnier-Matches, wo er nicht ganz durchgekommen ist, oder generell einfach geilen Singles-Matches, muss man mal dazu sagen. Oney Lorcan ist einfach, er ist einfach ein Wrestler. Ne? Du merkst, da passiert alles im Ring, was du anfasst, da wird geslappt, getreten, gekickt. Da passiert alles, was hart ist und weh tut. Ne? Und Oney Lorcan ist ein sehr, sehr unterbewerteter Wrestler, kann wesentlich mehr als Leute ihm zutrauen. Ich möchte nur auf das Tag Team Match in Chicago verweisen. Letztes Jahr bei TakeOver mit Danny Bird Starter gegen die Undisputed Era auch schon. Viel, viel, viel geilen Stuff gezeigt. Den vergessen viele. Und Oney Lorcan ist ein Weltklasse-Wrestler, genauso wie Drew Gulak. Dafür den gilt eigentlich dasselbe. Und wenn man hier so ein bisschen den Zeit gibt und die Smart-Mark-lastigere Crowd in Kanada ein bisschen drin ist, dann kann er sie auch doch wieder ein Showstealer werden, wie auch die letzten Cruiserweight-Title-Matches. Abgesehen von dem, was auf der Main-Card gelandet ist mit Daivari gegen Nies. Muss ich bis heute nicht verstehen. Darauf kann man sich einfach mal uneingeschränkt freuen. Es wird einfach wieder mal ein tolles Cruiserweight-cooles einfach Wrestling-Match. Und das ist eigentlich immer ein Grund, vielleicht den Kickoff einzuschalten. So, Gulak sollte allerdings, by the way, wahrscheinlich verteidigen. Ich glaube, Gulak verliert den Titel erst gegen Chad Gable. Ich hoffe es, dass wir dieses Match noch bekommen. Das ist eigentlich ein Muss zwischen den beiden. Chad Gable, absolut geiler Typ. Dann kommen wir zum vermeintlichen Opener.
Ja, ich würde sagen, es wird der Opener. Mach mal Bayley gegen Ember Moon. SmackDown Women's Title. Mich würde ja sonst kein passenderer Opener einfallen. Vielleicht eben Lynch gegen Natalya, wobei ich ein Submission-Match als Opener immer so eine Sache finde, zwecks Pacing und Schnelligkeit. Ich glaube, dass Bayley und Ember ist da besser aufgehoben für den Spot. Deswegen machen wir das Match einfach mal. Und ja, die SmackDown-Championess Bayley verteidigt den Titel gegen Ember Moon. Und man hat das hier so ein bisschen in diese Richtung gemacht, wie es damals John Cena gegen Daniel Bryan getan hat, nämlich beim SummerSlam 2013, als Cena einfach mal sich selbst seinen Gegner ausgesucht hat. Man ist ein bisschen die Schiene gefahren, so in die Richtung, und Bayley hat sich einfach mal Ember Moon ausgesucht, nachdem sie, glaube ich, ihr Match gewonnen hat gegen Charlotte oder danach noch ihr Match gegen Charlotte gewonnen hatte oder eine Woche später. Und das ist natürlich jetzt keine groß aufgebaute Fehde, es gab hier so ein bisschen kleine Mätzchen zwischen den beiden, aber es war halt mehr so die Sports Women, nicht Sportsmanship, sondern Sport Womanship-Feder. Vorher sich jetzt wieder ein paar Leute wegen ihrem Gender wieder offended fühlen. Ja, bin gespannt, ob die Crowd hier reinkommt. Ne? Face gegen Face im Main Roster ist immer so eine Sache. Sie Nakamura gegen Styles für WrestleMania. Gut, das hat er auch an der Länge von Mania zu kämpfen, aber auch wahrscheinlich an dem Fakt. Rein vom Produkt, von der Qualität, sollte das schon ein geiles Match werden. Viele vergessen, Bayley ist immer noch eine sehr gute Wrestlerin. Und Ember Moon, das ist auch, wie man schon bei Takeover angesprochen haben, auch für Ember Moon ist das erste große Match im Main Roster. Die war vorher quasi kaum zu sehen. Über ein Jahr war die quasi nirgends zu sehen, nie prominent zu sehen. Und jetzt hat sie endlich mal die Spotlight. Und ich hoffe, dass sie genug Zeit bekommen. Und hoffe, dass es einfach ein geiles Match zeigt. Ich glaube nicht an einen Titelwechsel. Ich hoffe einfach, dass man Ember bei den Marks ein bisschen mehr overbringt, weil Ember ist jetzt einfach noch nicht so bekannt, obwohl sie schon vermeintlich eher länger Main Roster ist. Hat nur kaum Spotlight bekommen. Deswegen Titelverteidigung und hoffentlich einfach ein geiles Match. Ich glaube, mehr braucht man sich nicht wirklich erwarten. F1-Zero schreibt, Ember Heel Turn kann man machen, sehe allerdings jetzt noch keinen Grund. Muss man einfach mal schauen. Also, ja, ich würde es nicht verdammen, aber das würde ein bisschen aus dem Nix kommen. Bei Becky Lynch im letzten Jahr hatte man ja zumindest eine Story, hier würde das ein bisschen out of nowhere kommen. Calvin schreibt doch gerade, Frage, es kommt Sasha nach dem Match raus und turnt Heel gegen Bayley. Sasha Banks ist so eine Sache. Ich persönlich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, die ist durch mit WWE, weil sie ist anscheinend seit Wochen schon eigentlich frei zum Einsatz. Also warum bringt man sie nicht? Warum wohl? Banks hat einfach keine Lust. Und sie denkt sich wahrscheinlich, ja, und wenn es unter Arbeitsverweigerung fällt und die mich aus dem Vertrag rausstreichen, dann bin ich sowieso weg bei AEW. Deswegen können viele Wrestler aktuell auch auf Social Media so ein bisschen mehr Mist schreiben, weil sie mal am längeren Hebel sitzen. Weil die WWE Druck von AEW verspürt. Ist jetzt nur ein kleines Nebenthema, ich weiß, aber muss man trotzdem in diesem Aspekt mit Sasha Banks mal ansprechen. Ich glaube, Sasha Banks ist sich dessen bewusst, hat auch auf Social Media zig Fotos gepostet, wo sie in Japan war beim Wrestling-Training bei Meiko Satomura zum Beispiel. War sie bei einer New Japan Show? Ich habe da auch mal was mitbekommen. Würde mich auch nicht wundern, by the way. Ich glaube, da geht es gerade ziemlich gut und ich glaube zwar, die ist bei Stardom, genau, Calvin. Die ist zwar natürlich irgendwo ein bisschen traurig, dass sie aktuell nicht wrestlen kann und vor allem mit Bayley kein Programm kriegt und dass die Women's Tag Titles nach ein paar Wochen komplett in der Versenkung verschwinden. Aber eben vielleicht genau aus diesem Grund möchte sie vielleicht gar nicht mehr. Wer weiß. Wer kann in einen Menschen reinsehen? Schon gar nicht Sasha Banks. Hatte immer schon ihren eigenen Kopf, glaube ich. Immer ihre eigene Denkensweise. Und wenn sie zurückkehrt, würde ich es ganz cool finden. Hey, Bayley gegen Banks, wenn die Fehde vielleicht ganz gut erzählt wird, bin ich sicherlich der Letzte, der Nein sagt. Aber da muss man einfach mal abwarten. Jo, dann kommen wir zum nächsten Match. Komm, machen wir das andere Frauenmatch auch gleich. Becky Lynch gegen Natalya, Raw Women's Championship Submission Match. Ich sehe das so 50-50. Ich habe viele Leute gehört, denen das Match genau nichts gibt. Wo sie sagen, Becky Lynch seit Mania ist der Hype, geht konstant nach unten. Die Geschichte mit Rollins hat auch nicht wirklich geholfen. Natalya ist ungefähr so stale wie ein Stein, da bewegt sich wie ganzes Gebirge, da bewegt sich kaum mal was vorwärts, nach hinten, nach vorne, nach links, nach rechts.
Trotzdem bin ich zumindest ein bisschen positiver und sage, die zwei haben eigentlich relativ viel rausgeholt. Mein Mikrofon waren beide, na gut, Becky Lynch ist ein Mikro sowieso eigentlich eine sehr, sehr gute, und auch Natalia hat zumindest ein bisschen versucht, ein Feuer reinzubringen, und ich finde die Fehde gar nicht so schlecht. Man hat wirklich gemerkt, man probiert da so ein bisschen das Spotlight drauf zu geben. Natalia, Hometown Hero, Becky Lynch sagt ja, ich bin bald Canada's New Hero, kann man so machen. Und Submission Match ist mit Vorsicht zu genießen. Das kann natürlich gut werden, aber gerade so ein Match hängt sehr davon ab, ob die Crowd drin ist oder nicht. Jetzt kann man sagen, hey, es ist Kanada. Natalia ist, ist Kanadierin, Becky Lynch ist so oder so over. Aber genau deswegen ist das hier gefährlich. Schafft es das Publikum, sich für eine Seite zu entscheiden? Becky Lynch ist in der Fehde wahrscheinlich eher der Heel. Aber was ist, wenn sich die Kanadier trotzdem mehr für Becky Lynch interessieren? Dann hast du ja eventuell ein Problem. Ich glaube, das Match hängt sehr von der Crowd-Reaktion ab und von der Stimmung. Dann kann es, glaube ich, sehr gut werden. Beide sind gute Wrestlerinnen, auch eine Natalia finde ich eigentlich immer noch gut, auch wenn sie natürlich schon zum älteren Eisen gehört. Und ich glaube, gerade im Submission-Match können die beiden doch etwas zeigen. Das Match ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Wenn es gut wird, feiere ich es. Und wenn nicht, dann will ich nicht zumindest sagen, hey, ich hätte mir viel mehr erwartet. Dann denke ich mir, ja, ist halt so passiert. Becky Lynch verteidigt den Titel, das sollte klar sein. Ja, dann kommen wir, mach mal die zwei Matches gleich, die vielleicht jetzt so unter einem semi-guten Stern stehen. Mach mal Kevin Owens gegen Shane McMahon. Sollte Owens verlieren, verlässt er die WWE. Positiv, Kevin Owens als Face ist awesome. Ist fucking awesome. Man fährt natürlich so ein bisschen die CM Punk-Schiene mit diesen vermeintlichen Work-Shoots und dass er halt am Mike relativ viel Freiraum kriegt und wieder eine Autoritätsrolle als Gegenspieler hat. Das macht man ja eigentlich durchaus logisch und gar nicht verkehrt. Problem ist, es ist Shane McMahon im Jahr 2019. Man muss trotzdem Shane McMahon zugute halten, dass er, wenn er seine Pay-Per-View-Matches hat, unabhängig davon, wie man ihn vielleicht selber als Wrestler findet oder seine Punches oder so, die wirklich lächerlich sind, trotzdem ist er mit vielen Gegnern eigentlich gar nicht so schlecht. Darf nicht vergessen, er hatte damals mit Miz gute Tag Team Matches, er hatte ein gutes Match bei Mania gegen Miz, er hatte ein gutes Styles Match, und ja, ich finde Shane McMahon als Wrestler vielleicht gar nicht so scheiße wie manch anderer. Der Charakter, dass du ihn 24/7 siehst, hängt einem halt zum Hals raus. Das ist das große Problem. Ich glaube, wenn ich Shane McMahon dosiert bekommen würde, würde ich es vielleicht gar nicht so schlecht finden, wenn ich so ein, zwei Matches im Jahr von ihm sehe. Nur meine persönliche Meinung. Da werden mich wahrscheinlich der eine oder andere jetzt steinigen. Grüße an den Herrn Florian, wahrscheinlich geht natürlich raus, aber ich finde es gar nicht so shitty. Ich hoffe einfach, dass Owens das Ding gewinnt und dass Shane McMahon dann eine Stufe oder drei runterfährt. Dass man ihn eine Zeit lang nicht im TV sieht. Er soll sich eine Auszeit gönnen. Er macht seine Rolle als Heel eigentlich sehr gut, objektiv gesehen. Und Owens in seiner Rolle ist großartig. Deswegen, vielleicht überrascht uns auch hier Shane McMahon. Vielleicht wird auch das Match nicht so schlecht. Und wenn das Match halbwegs ansehbar wird oder halbwegs solide und Owens das Ding gewinnt, dann hat man nicht viel verkehrt gemacht. Weil Calvin gerade schreibt, das beste Mania-Match von Styles war gegen Shane. Gebe ich dir recht, ja. Das gegen Jericho war zwar gut, das gegen Orton war ganz solide bis gut, aber ich würde tatsächlich sagen, ja. Und das gegen Nakamura, ich würde sagen, ja, das beste Mania-Match von AJ Styles war das gegen Shane McMahon, da gebe ich dir recht. Ja, das würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare hier im Chat hinein. Geht ihr mit der Aussage konform von Calvin? Ich würd fast sagen, ja. Ich würde sagen, das beste Styles-Mania-Match war das gegen Shane McMahon. Was meine These wiederum bestätigen würde. Ja, soviel zum Thema Shane McMahon. Wir bleiben zu lange auf Shane McMahon kleben, Leute. Kommen wir zum nächsten Match, während hier im Chat schon ein paar Leute zustimmen. Kommen wir zu Goldberg gegen Dolph Ziggler. Es ist komisch. Wisst ihr, ich finde die Ansetzung grundsätzlich ja nicht mal
Ich finde die Ansetzung besser als Ziggler gegen Miz. Ich verstehe auch die WWE, dass sie sagt, hey, Goldberg, es ist immer noch ein großer Name. Und wenn man sich die Social Media Response ansieht, die Klicks auf YouTube, wenn man sich den Pop bei Raw ansieht von Goldberg, kannst du es nicht leugnen, unabhängig gesehen, was du persönlich oder was man persönlich von Goldberg hält. Aber der zieht immer noch. Er zieht wie ein Tee. Er zieht durch wie ein guter Tee. Dass das Match ein Squash wird, sollte außer Frage stehen. Ich finde das nicht mal schlecht. Du, bevor ich mir Ziggler gegen Miz, wo die Crowd vielleicht einpennt dabei, 10 bis 15 Minuten geben muss, gebe ich mir vielleicht 2 Minuten Ziggler gegen Goldberg, wenn überhaupt. Ich freue mich einfach, wenn Ziggler den Spear sellen muss von Goldberg. Ich glaube, das wird schon ziemlich geil. Auf der Gegenseite hast du halt einen Ziggler. Und ganz ehrlich, auch wenn viele Leute auf Ziggler immer hinhauen, hinschlagen, oh, Ziggler ist langweilig, ist es immer dasselbe. Er kann ja nichts für. Er macht ja seinen Job, den er machen muss, macht immer noch hervorragend in seinen Promos. Hast du gegen Michaels wieder gesehen? Es ist eine Schande, was man mit Dolph Ziggler die letzten Jahre gemacht hat. Man hätte ihn damals wirklich in den Main Event pushen können. Du merkst, Ziggler probiert immer aus jeder Situation das Maximum rauszuholen. Das kannst du nicht leugnen. Deswegen bin ich immer noch so ein kleiner Sympathisant von Ziggler, weil ich genau weiß, hey, Typ holt trotzdem aus allen möglichen irgendwas raus. Und ja, solange das Match jetzt kein 15-Minuten-Match wird, sondern einfach ein 2-Minuten-Squash, dann ist es vollkommen okay. Dass Goldberg hier gewinnen wird, sollte klar sein. Und sollte der Ziggler seinen Grund gewinnen, dann muss er auch Lesnar den Universal-Title besiegen. Ne, nur mal so. Ja, was kann man sich hoffen, matchtechnisch? Gar nichts. Ich hoffe nur, dass sich Goldberg nicht wieder blutig schlägt, wenn er seinen Kopf gegen die Tür knallt. Und dass er nicht wieder Gehirnerschütterung erleidet, wenn er ein Spear gegen Apron zeigt. Turnbuckle, wurscht. Das ist die Hoffnung. Einfach ein sauberer Squash, nicht mehr und nicht weniger. Jo, dann kommen wir noch zum letzten Non-Title-Match, das wir jetzt hier, nee, zum vorletzten Non-Title-Match, was wir hier besprechen werden, nämlich Finn Balor gegen The Fiend, Bray Wyatt. Auch hier haben wir wieder Soll- und Haben-Seite, ne? Plus und Minus, wie bei vielen Matches auf der Karte. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man jetzt Bray Wyatt endlich mal richtig reingebracht hat. Ich finde es auch gut, wie man das getan hat. Ich finde, dass dieses random Auftauchen, was ja Bray Wyatt vorher auch hatte, was ja viele kritisieren, macht immer wieder nur dasselbe wie vorher auch. Ja, grundsätzlich ist das richtig. Allerdings passt dieses, ich tauche im Dunkeln aus dem Nichts auf, passt halt wirklich auch noch besser zum Fiend als vorher zum The Eater of Worlds, whatever. Deswegen habe ich gegen diesen Aspekt jetzt so gar nicht so viel wie manch anderer. Was mich aber längst stört, ist Finn Balor. Und das ist auch nicht direkt der Fehler von Finn Balor logischerweise, sondern von der WWE. Warum wird Finn Balor in seinen wichtigen Matches ohne Face Paint gebookt, also ohne Demon? Aber in den unwichtigen Matches, wie letztes Jahr zum SummerSlam gegen Corbin oder wie zum Beispiel bei Mania gegen Lashley, da wird er auf einmal zum Demon. Aber bei Lesnar beim Rumble, wo er es gebraucht hätte, nicht und hier auch nicht. Zumindest hätte man es nicht angekündigt. Das ist halt die Logik, die halt komplett fern weg ist, irgendwie schlüssig zu sein. Dieser Demon-Charakter war von Anfang an im Main-Roster zum Scheitern verurteilt. Man hat es bei NXT ja zumindest so verkauft, bei den wichtigen Matches ist er da. Auch wenn man da schon Backstory, warum ist er jetzt Demon, hat man damals schon nicht wirklich gut aufgegriffen, beziehungsweise fast gar nicht aufgegriffen. Es gab, glaube ich, ein Videopaket mal dazu. Das war's. Hier ist es klar, Bray Wyatt gewinnt das Ding. Finn Balor braucht anscheinend eine Auszeit. Vielleicht macht man bei der Series oder beim Rumble nochmal das Rückmatch, wo dann Balor als Demon zurückkommt. Unabhängig dieser Unlogik seitens Balor, bin ich gespannt, was man matchtechnisch machen wird. Normalerweise sollte man White hier sehr dominant darstellen. Und ich glaube, dass es kein Squash wird, aber einfach ein starkes Showcase-Match für Bray Wyatt. Vielleicht so 8 bis 10 Minuten, wo Balor vielleicht so ein paar Hope-Spots kriegt, aber im Endeffekt setzt sich dann Bray Wyatt durch. Ich glaube, so wird es irgendwie laufen. Genau, Yaoi Waui, hoffe ich auch. Ja, dann das letzte Non-Title-Match auf der Card, wo ich mich sogar drauf freue, muss ich ehrlich gestehen. Und die Rede ist von Charlotte Flair gegen Trish Stratus.
Charlotte Flair hat ja, wie vorhin bereits angesprochen, gegen Ember Moon verloren und hatte dementsprechend einfach kein Anrecht auf ein Title-Match. Und sie sagte, ey, die Queen, die muss auf die SummerSlam-Match-Card. Gebt mir irgendwas, ich bash jeden weg. Ich bin die Queen, ich bin die geilste, ich bin die tollste, beste Women's Wrestlerin aller Zeiten. Ich bin die beste, die Queen of Queens, oder die größte Queen der Era, oder wie sie sich da auf Twitter genannt hat. Ja, und das hat dann irgendwie bei Raw Reunion oder bei SmackDown dann später, ich glaube eine Woche später bei SmackDown, hat das dann Trish Stratus auf den Plan gerufen. Und da gab es halt ein Promo-Duell und ist so mehr oder weniger so Mentor gegen Schülerin, so indirekt. Ja, klar, Charlotte Flair hat nicht direkt von Trish Stratus gelernt, es war aber mal so ein Idol. Jetzt ist das Idol, ist jetzt allerdings der Feind und Flair probiert sich halt zu beweisen und auch den großen Namen nochmal wegzuboxen, zwecks Heel Heat und so, und sie ist die geilste, die tollste. Das kann man durchaus so machen. Und Charlotte Flair wird auch das Ding gewinnen. Laut Trish, laut Twitter ist es ja ihr letztes Match. Sasha Banks gefällt das nicht. Ja, mal gucken. Match-qualitativ kann ich mir da durchaus gute Kost vorstellen. Stratus hat ja beim Evolution Pay-Per-View letztes Jahr eine okay Leistung abgerufen. Die Frage ist, wie sieht es im Singles-Bereich aus? Charlotte Flair, für mich das beste Komplettpaket der WWE, was Women's Wrestling angeht, mit Meiko Satomura. Oh, die kann da, glaube ich, einiges rausholen. Was es dann wird, ist im Prinzip eine Wundertüte. Das kann bei dieser Konstellation gefühlt alles sein. Flair gewinnt das Ding mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, einfach um diese Heel-Heat nochmal mitzunehmen. Ne? Der Nächste, der die Legende in Rente schickt quasi, sodass es halt statt Baron Corbin einfach der richtige Gegner ist, der eine Legende in Rente schicken sollte. Sagen wir es einfach mal so. Grüße an Kurt Angle, gehen auf jeden Fall auch raus. Jo, dann noch zu den letzten drei Matches auf der Card, zu den drei Titel-Matches und zum vermeintlichen Match of the Night sollte es eigentlich werden, nämlich AJ Styles gegen Ricochet um den US-Title. AJ Styles konnte sich ja den US-Title beim letzten Pay-Per-View von Ricochet holen. Ich glaube nach eben Eingriff vom Club, jetzt sind sie ja die OCs, als eben Styles mit dem Inverted Styles Clash vom zweiten Seil Ricochet besiegen konnte und sich den US-Title nahm. Und jetzt gibt es nochmal quasi das Rückmatch, weil Ricochet eben ein Gauntlet-Match gewonnen hat um den Number One Contender vor zwei Wochen bei Raw. Und das ist jetzt gefühlt das Match, wo sie all out gehen. Und ich glaube, das werden sie auch tun. Wo sie alles raushauen. Man hat gemerkt, beim letzten Mal war es noch ein bisschen Handbremse. Ich glaube, dass sie diesmal wirklich alles rausballern werden. Ich hoffe es, weil AJ Styles hatte so ein bisschen den Ruf in der WWE nicht mehr ganz so high quality zu performen, wie er noch bei New Japan oder auch bei TNA, Impact, gewirkt hat. Er macht immer noch sehr gute Matches, aber so dieser Bombenausreißer, der fehlt noch. Ich würde da beim Match gegen John Cena würde ich da Abstriche machen, die waren sehr gut. Aber zum Beispiel die Matchserie gegen Owens ist gefloppt und auch die gegen Nakamura war zwar matchqualitativ gut, aber nicht herausragend. Deswegen mit Vorsicht zu genießen, sollten allerdings beide ihr Arsenal rausballern, dann wird das ein richtig geiles Match. Und Titelverteidigung. Ich glaube nicht, dass man Styles den Titel abnehmen wird. Denke ich nicht. Ricochet, wo der dann lang geht, keine Ahnung, vielleicht geht er um den IC-Titel. Wir wissen ja, Brand Split. Was ist Brand Split? Ihr wisst Bescheid. Sie müssen an dieser Stelle die Hütte abfackeln. Ja, richtig. Absolut, Flosch. Also, was anderes. Die Erwartung ist bei... Ich sag mal so, wenn du dir die Matchcard anguckst, du siehst dir jedes einzelne Match an, dann hast du eigentlich nur bei einem Match das Gefühl, das wird wrestlerisch ein Riesenhighlight, das muss wrestlerisch ein Riesenhighlight werden. Bei anderen denkst du dir, ja, das wird ganz nett, das wird ganz gut, aber du erwartest dir nicht zu viel. Wenn du aber Styles gegen Ricochet siehst, beim zweitgrößten Pay-Per-View des Jahres, dann du hast riesige Erwartungen. Ich glaube, das wissen die beiden, ich glaube, das weiß hoffentlich die WWE und sagt denen, hier habt ihr 20 Minuten, ballert alles raus, was ihr habt. Und wenn sie das tun, dann kann man, glaube ich, schon gut pennen gehen. Ich
kann mir vorstellen, dass es noch ein anderes Match of the Night wird, was gleich noch kommt. Ich glaube, ich weiß auch, was du anspielst, sehe ich zwar eher nicht so. Ja. So zu Martins Ultimate Wrestling Pay-Per-View. Genau, ich fahre mehrere hundert Kilometer für ein Wrestling-Event, wo ich kaum einen Wrestler kenne und wo qualitativ wahrscheinlich jetzt auch kein gutes Wrestling zustande kommt. Sorry, nein. Zu den letzten zwei Matches, zu den zwei World Title Matches. Kommen wir zu. Ich glaube, dass Universal Title Match trotzdem Main Event sein wird, auch wenn ich es nicht sehen möchte und auch wenn es jetzt für mich nichts Spezielles wäre. Kommen wir zum WWE Title Match. Kingston gegen Orton. Das best aufgebauteste Match der Matchcard und zwar um diese Längen. Um so viele Längen, Leute. Dieser Aufbau ist so, wie ein Aufbau für ein World Title falsch für ein Match sein sollte. Punkt. Das ist das einzige Match, wo ich wirklich sage, da passt der Aufbau wie die Faust aufs Auge. Da habe ich persönlich, habe hier nichts zu kritisieren. Es gab die perfekte Mischung zu Throwbacks, zu Promopaketen von früher. Man hat ja schon eine Vorstory zu Interview- und Promo-Segmenten im Ring von beiden gegenseitig. Es gab schon matchtechnisch so ein kleiner Intermezzo nochmal im Vorhinein, als Orton eben, glaube ich, Kingston besiegt hat. Du hast auch schon kleine Interferences gehabt, als eben Orton Samoa Joe RKO'd hat, dann kam eben Kingston mit dem Trouble in Paradise. Also, du hast hier wirklich alles, was ein Aufbau braucht, hast du hier perfekt verpackt. Das hat dich sehr, sehr lange schon nicht mehr. Und ich würde sagen, Kingston Bryan, und das ist wieder mal Kingston, der da integriert ist. Das war, glaube ich, erst das zweite Mal in dem Jahr, wo ich wirklich ausnahmslos zufrieden bin mit einem Aufbau für ein Pay-Per-View-Match. Zumindest für ein großes Match. Da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist super aufgebaut. Wie gesagt, mit dieser Backstory, wo man so ein bisschen mini geshootet hat, weil man ja gesagt hat, Orton hat damals den Push von Kingston 2009 verhindert. Man hat alte Segmente nochmal eingespielt. Und ich kann es euch nur empfehlen, diese Promo-Package wurde bereits auf WWE, also auf YouTube-Channel von WWE veröffentlicht, wenn es denn genau das ist, was ich glaube. Guckt sich an, wirklich geil gemacht, hab Gänsehaut bekommen, man fühlt das richtig, was da in dieser Story drinsteckt und habe nichts zu kritisieren. Das war wirklich super, super, super gemacht. Jetzt kommen wir allerdings zum Match. Kofi Kingston hat bei Mania komplett abgerissen mit Bryan, was natürlich auch an Bryan lag. Dann gab es Matches gegen Ziggler und gegen Joe, die alle okay bis solide waren, allerdings nicht mehr. Und es bräuchte gerade beim SummerSlam, gerade beim großen Event, bräuchte es mal so wieder so eine Auszeichnung von Kingston, wo du sagst, ja, ich weiß wieder, warum der WWE-Champion. Er ist ein guter WWE-Champion, er hat alle seine Titelmatches erfolgreich verteidigt, klar verteidigt. Es fehlt allerdings so noch für einen Champion, so dass das Match, wo du sagst, jetzt weiß ich wieder, warum der Champion ist. Absolut geile Performance, hat er mega, mega super gemacht. Weil sonst könnte man immer wieder sagen, ja, das Match damals war auch nur geil, als er den Titel gewonnen hat, weil es Bryan war. Hier gegen Randy Orton, wo du so viel Story dabei hast, gegen einen Orton, der, wenn er motiviert ist, immer noch ein guter Wrestler ist, das vergessen viele, kann da wirklich was Geiles bei rumkommen, aber es kann auch ein kompletter Bummer werden. Also, das ist auch wieder eine Wundertüte hier, das Match. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wirklich auf das Match, einfach weil die Story passt. Es ist sehr, sehr selten, dass ich das mal bei einem WWE-Pay-Per-View im Jahr 2019 sagen kann oder der jüngeren Vergangenheit so sagen kann. Ich bin aber gespannt. Ich will den Titelwechsel nicht ausschließen, aber tippe doch zur ziemlich großen Wahrscheinlichkeit auf Kofi Kingston. Einfach, damit ich Kingston sagen kann, hey, du hast mich damals unten gehalten, ich bin anderer, ich bin Champion, ich bin World Champion, ich bin jetzt stärker wie du. Ich habe dich quasi überholt. Mit dir geht es jetzt sozusagen, ne, bergab. Und mit Kofi Kingston wieder sagen kann, stupid, stupid, stupid. Ja, und nun kommen wir zum Match. Ich sag's ganz ehrlich, worauf ich mich am wenigsten freue. Es ist wieder mal das Universal Title Match. Und das liegt nicht unbedingt an Brock Lesnar. Wir kommen zum Universal Title Match. Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Ich brauche einen Schluck. Es ist ein Wahnsinn. Es ist fast ein Phänomen,
wie die WWE es geschafft hat, einen Seth Rollins, der Richtung Mania wirklich noch sehr heiß war. Der Aufbau Richtung Mania war jetzt nicht optimal, aber war gut mit dem Rumble-Sieg und gegen Lesnar, das konnte man so nehmen. Es ist interessant, wie man es geschafft hat, von Mania weg, Rollins als schlechteren Champion zu booken, als es Brock Lesnar war und ist. Klar, Brock Lesnar ist selten da, schädigt eigentlich den Titel, weil er halt immer abstinent ist, weil er, wie gesagt, nie da ist, selten performt, nicht in Pay-Per-View seinen Titel verteidigt. Das sind alles valide Argumente. Aber mal vom Rollins gegen Styles-Match abgesehen, was ich persönlich sehr gut fand, die Darstellung von Rollins als Champion und danach mit den Titel-Matches, mit Corbin, was auch an Corbin lag natürlich. Also ganz ehrlich, das hätte ich mir nie gedacht, ich habe mir das von halbem Jahr nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich bin im Match, bin ich für Brock Lesnar anstatt für Seth Rollins. Weil ich Seth Rollins als Face auch mit dieser lächerlichen Heyman-Imitation, wo er sich fast schon lächerlich gemacht hat, wo ich nicht verstand, wo man mit dem Charakter von Rollins überhaupt hin will. Wo er ist, war er der Freund, der Man of the Man quasi, und jetzt ist er dann der Heyman so ein bisschen imitiert und verarscht. Das ist für mich kein World Title Contender als Face für Brock Lesnar. Da war Finn Balor als Contender, war der glaubhafter von seiner Darstellung. Rollins hat jetzt zweimal nur auf den Sack gekriegt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, laut WWE-Logik würde er jetzt den Rollins gewinnen. I don't care. Der Ausgang ist mir egal. Ich würde sogar sagen, wenn Rollins gewinnt, wäre ich mehr angepisst als Brock Lesnar. Weil was hätte man jetzt davon, wenn Lesnar das Ding wieder verliert? Warum hat man dann Lesnar den Koffer gewinnen lassen? Dann hättest du Status Quo nach Mania wieder, nur halt 4 Monate später. Warum den Koffer nicht gleich einen anderen geben? Hier muss eigentlich Lesnar verteidigen, um einen potenziell neuen Champion over zu bringen, der dann gegen Lesnar gewinnt. Vielleicht ein Drew McIntyre, vielleicht. Wer fällt mir noch ein? Ich sage jetzt nicht Goldberg. Vielleicht ein Bray Wyatt, aus welchen Gründen auch immer. Ricochet, der dann mal Main Event Luft schnuppern darf. Whatever, ist mir dann wurscht. Und man bringt nochmal Orton gegen Lesnar. Haben sich auch eigentlich viele gewünscht, als es diese Battle Royale um den Number One Contender Spot da gab vor 3 oder 4 Wochen bei Raw. Es ist mir egal. Ich wäre, glaube ich, glücklicher, wenn Lesnar das Ding verteidigt. Also, meine Meinung. Außer es wird ein Squash-Match, wie sie auch hier gerade im Chat geschrieben wird. Dann ist es vielleicht nicht der Main Event. Kann ich mir auch vorstellen. Aber dann hat man halt Seth Rollins komplett zerstört. Meiner Meinung nach. Also, das Bestmöglichste, was man hier machen kann, ist, dass Lesnar verteidigt. Hätte mir das jemand vor ein paar Monaten gesagt, hätte ich gesagt, ob er... keine Ahnung. Michi schreibt natürlich Riddle gegen Lesnar. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Jetzt können wir, nachdem wir die Matchcard besprochen haben, können wir so ein paar Gerüchte aufgreifen, was noch so eingestreut wurden über das ganze Wochenende. Matt Riddle hat ja ein bisschen protzig auf Social Media bekannt gegeben, dass er ja in Toronto sei, aber dass er ja kein NXT-Match hat und dass er generell nichts zu tun hat. Ne? Kann er vielleicht, er ist ja auch bei dem Watch Together der WWE ist er ja auch dabei. Ich bin da sehr gespannt, was er dazu sagen hat. Vor allem beim Goldberg-Match bin ich sehr gespannt. Werde ich mir safe anschauen, das Ding. Ja, weil weitere Sachen sind ja, Roman Reigns ist nicht auf der Card. Da wird ein Match gegen Buddy Murphy gerüchtet. Genauso wie Daniel Bryan ist nicht auf der Card. Man hat ja Roman Reigns gegen Daniel Bryan vorgehabt. Vielleicht kommen noch spontan Matches dazu. Man hat ja auch Cedric Alexander gegen McIntyre gerüchtet. Oder Ali gegen Nakamura um den IC-Title, wahrscheinlich dann wieder im Kickoff, weil der IC-Title ist jetzt der Kickoff-Title neben dem Cruiserweight-Title. Title. Ja, es steht vieles noch nicht fest. Ich hoffe trotzdem, dass es halbwegs bei dieser Card bleibt, damit der SummerSlam nicht allzu lang geht, damit dieses Match seine Zeit bekommt, allerdings nicht zu viel Zeit. Bitte kein 30-minütiges Shane McMahon gegen Kevin Owens Match, kein 20-minütiges Stratus gegen Flair Match, kein 15-minütiges Goldberg gegen Ziggler Match, dann doch lieber ein 15-minütiges Orton Kingston Match, ein 15-minütiges Bayley Ember Moon Match, ein 25-minütiges Styles gegen Ricochet Match, um mal alles ein bisschen ungefähr aufzuteilen. Ne? Was auch Husan auch noch schreibt, auch was man anmerken kann,
Es gibt kein einziges Tag Team Match auf der Card. Die Women's Tag Titles, das vermeintliche SummerSlam Match, wurde ja bei Raw bereits gezeigt und es gibt ja bereits ein Rematch, in dem bei der kommenden Raw-Ausgabe die Kabuki Warriors gegen Cross und Bliss antreten. Es gibt weder ein SmackDown noch ein Raw Tag Team Title Match. Also die Tag Team Division ist bei der WWE gerade nicht existent. Jo. Es gibt Positives auf der Card. Es gibt eigentlich bis auf einzelne Matches, durchgehend Matches, auf die ich mich in irgendeiner Art und Weise freuen kann. Das Einzige, was ich mich eben gar nicht freue, ist Lesnar gegen Rollins tatsächlich. Ich habe bei anderen Matches zumindest so das Gefühl, hey, dem kann ich hier und hier dort was abgewinnen oder aus diesem Grund bin ich auf das und das Match gespannt. Eben, weil mich der Ausgang interessiert, das Match selber, weil die Story gut ist, etc. Das ist eigentlich nicht mehr so schlecht. So viel eigentlich zu dem, auch noch zu den Randnotizen, was so fehlt, was so gerüchtet wird und was noch kommen könnte. Und in diesem Sinne war es das jetzt eigentlich mit der Besprechung zu NXT TakeOver und zum SummerSlam. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Aufmerksamkeit im Chat hier an dieser Stelle. Um 12 Uhr nachts immer noch fast 50 Leute, da gehen die Grüße raus. Vielen Dank für eure Anteilnahme. Ich werde auch mit euch noch gleich ein bisschen diskutieren. Ich verabschiede mich schon mal von der YouTube-Version und sage danke für die Aufmerksamkeit. Lasst eine Bewertung da, euer Feedback, auf was für ein Match, für Event freut ihr euch am meisten, was sind so eure Picks. Einer mit in die Kommentare und folgt mir auf Social Media, Instagram und Twitter sind meine Hauptseiten, was das angeht. Unterstützt mich auf Patreon, wenn ihr Bock dazu habt. Ihr seht meine Videos früher, die jetzt in Zukunft wieder häufiger kommen werden. Ihr kommt in eine WhatsApp-Gruppe für einen Fünfer. Ist auch ein Schnäppchen, oder? Ohne Spaß. Einfach mal reinklicken, euch die Angebote durchgucken und vielleicht interessiert sich ja und wollt und könnt mich unterstützen. Es gibt einen Watch Together Stream, der wahrscheinlich um 18 Uhr beginnen wird. Am Sonntag sollte sich dann noch was ändern, gebe ich eben über Twitter oder über Instagram oder über einen Discord-Channel, den ihr auschecken könnt, auch noch alles bekannt. Und vielleicht zu NXT, vielleicht, nachdem ich Sonntag frei habe, vielleicht mache ich eine Live-Reaction. Mal schauen, wenn ich Lust dazu habe, kommt da vielleicht noch was. Wenn das kein Daumen hoch wert ist, Freunde, ne? Der X-Te Sellout ist da, da gehen die Grüße raus. Jetzt mal for real, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim fetten SummerSlam Takeover Wochenende. Habt Spaß am G1-Finale, das auch kommen wird. Es gibt viel, 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 viel gutes Wrestling. Und auch All Out steht vor der Tür und dazu wird es auch noch ein paar Videos geben. Das soll es jetzt mit dem Ausblick gewesen sein. Noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.